endlich. Ich dachte schon, das wird nie was mit Ihnen. Na los, schlagen Sie zu. Beweisen Sie, dass Sie ein Mann sind, einmal im Leben. Ich zähle jetzt bis drei und dann schlagen Sie zu oder verpissen sich, okay? Eins, zwei, drei. Na gut, dann eben nicht. Morgen, Herr Schiller. Morgen, Frau Möbius. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Morgen. Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Morgen, Herr Direktor. Morgen, Strobel. Weitermachen. Morgen, Herr Dr. Heimann. Guten Morgen, meine Herren. Na, woher wohl? Danach kann ich doch die Uhr stellen, dass du mich kurz vor fünf anrufst. Was hast du vergessen? Ein Viertel Sauerrahm. Und die Orangenmarmelade ist alle. Sonst noch was? Die Gardinen. Das mache ich lieber am Wochenende, wenn es dir recht ist. Vielleicht kann Eugen uns helfen. Frau Möbius! Der Chef, Mutti. In Ordnung, Mutti. Ich muss Schluss machen. Bis gleich. Na, wie sehe ich aus? Reine Kunstseide. Nett. Schonbezüge mit genau dem gleichen Muster hat Herr Direktor Heimeran in seinem Wagen. Wie bitte? 68 Mark. Herabgesetzt. Die hat mal 120 gekostet, hat die Verkäuferin gesagt. Wenn sie blond war und knapp 25, dann wird es wohl stimmen. Womöglich, Sie können dann auch jede gute Stimmung vermiesen. Gute Stimmung? Bei uns in der Abteilung? Seit Schubert in Bad Wörishofen ist, sind Sie überhaupt nicht mehr zu ertragen. 2 Wochen hat's geheißen, bis der Schubert aus Wörishofen zurück ist. Ne? 2 Wochen. 2 Monate geht das jetzt schon so, diese Tortur. Aber das hat nun bald ein Ende. Dienstag bin ich diesen Witz von Chef endlich los und darf wieder in mein altes Kommissariat. Wenn Sie weiter so picheln, landen Sie erstmal in der Ausnüchterungszelle, Herr Kommissar. Und das mitten im Dienst. Immer noch besser als in der Klapsmühle. Ich lebe ja praktisch nur noch von Beruhigungspillen. Ihren Wagen lassen Sie wenigstens stehen, ja? Das ist nicht mein Wagen, seiner! So den Waschen und Polieren ist wieder so eine Schikane vom Herrn Hauptkommissar. Seinen Saustall soll ich aufräumen zu Hause. Und der wird sich wundern. Schilling! Kommissar Schilling ist noch nicht zurück. Und ich mache auch Feierabend, wenn Sie nichts dagegen haben. Unser Computer streikt mal wieder. Wir brauchen dringend einen neuen. Schilling ist noch nicht zurück. So lange kann es doch nicht dauern, Wagen zu waschen und ein bisschen klar Schiff bei mir zu machen. Sie haben Herrn Schilling doch nicht etwa Ihre Wohnung putzen lassen? Wen denn sonst? Pohl ist ja zu durstig, eine Tasse Kaffee umzukippen. Schubert auf Kur und Sie. Aber bitte, wenn Sie sich stattdessen nützlich machen wollen? Also das. Tippse ja, putze nein, Chef. Sie haben genug, Herr Kommissar. Das bestimme immer noch ich, ja? Ab heute bestimme überhaupt nur noch ich. Und mein Geld will ich auch wieder zurück von Ihnen. 2 Monate. Wissen Sie, wie viele Schneckennudeln und Nusshörnchen das sind? Ich hab's ausgerechnet.
bei 2 Stück pro Wochentag, Überstunden meine ich mitgerechnet, 84 Stück, A 2,50 Mark, das sind 210. Genau 210. Ja, sag ich ja, ne? 210 Mark, die der Kerl von mir geschnallt hat. Über 210 Mark. Herr Direktor, tut mir leid, aber Hauptkommissar Strobel, wie? Kommissar Schilling, nein, der ist dienstlich unterwegs. Mit der Gesamttruppe bei mir auf der Matte stehen. Hat das nicht Zeit bis Dienstag? Wir wollten gerade... Ich verstehe. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was ist? Wir sollen oben antanzen bei Direktor Heimeran, die ganze Abteilung. Was? Haha! Wo gibt's denn sowas? Ja, ja, bei mir hat er auch einiges auf dem Deckel. Sein Gesicht will ich gern sehen, wenn er meinen Brief liest. Aber da bin ich ja schon längst in Mallorca. Nehmen wir meinen Resturlaub. Und dann Fortbildungsurlaub. Interpol oder Brüssel. Halt ich locker durch bis Weihnachten. Und er kriegt ein Verfahren in den Hals wegen Misshandlung von Untergebenen. Das haben Sie, Hauptkommissar Strobel, schriftlich. Mit Durchschlag an den Herrn Kriminaldirektor und den Beauftragten für Personalführung beim Innensenator. Psychoterror in der Mordkommission 2. Psychoterror in der Mordkommission 2? Jetzt wundert mich nicht mehr, warum mein Gesuchen um Amtshilfe wegen der Dauerabsenz von Herrn Schubert erst im tiefsten Süden unserer Republik Gehör fand. Der schlechte Ruf einer gewissen Abteilung ist wohl schon bis über die Mainlinie hinausgedrungen. Mobbing? Dienstaufsichtsverletzung, Zweckentfremdung von Behörden, Mitteln und Eigentum. Und das alles mit Durchschlag an den Beauftragten für Personalführung beim Herrn Innensenator. 84 Schneckennudeln. Wagen waschen. Menschenunwürdige Behandlung und Beschimpfungen. Als Leiter einer Abteilung ist man gezwungen, hier und da ein bisschen härter durchzugreifen. Das hat noch keinen geschadet. Ich war Pol. Sagen Sie auch mal was. Naja, ich muss schon sagen, der Kollege Schilling hat zumindest, was die Schneckennudeln angeht... Schluss. Aus. Ich will das Wort Schneckennudeln nie wieder hören. Darf ich vielleicht Nein. auch... Nein! Ich habe einen Termin. Nein! Morgen ist Samstag. Montag ist Feiertag. Das macht 3 Tage. Kennen Sie Schweinesand? Eine kleine unbewohnte Insel in der Elbe? Morgen früh, punkt 8 Uhr, stehen Sie am Pier der Wasserschutzpolizei. Schlafsack, Trainingshose, Taschenmesser, Bindfaden, nur das Nötigste. Frau Wendland soll Ihnen die Liste von unserem letzten Manager-Outing kopieren, ist das klar? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, dass ich da mit soll? Aber doch nicht Sie, Frau Möbius, das ist nichts für Frauen. Sondern für gestandene Männer, die allein auf sich gestellt ums Überleben kämpfen. Überleben? Darf ich fragen, was der Sinn dieser Übung sein soll? Male Bonding. Ah? Zu Deutsch Kameradschaft. Die Überwindung zwischenmenschlicher Probleme unter extremen Bedingungen. Ich fürchte, ich komme gar nicht an diesem Wochenende. Meine Freundin und ich. Also, ich habe ja schon manches erlebt in meiner Laufbahn und mit Fassungen getragen, aber... Bei aller Liebe, Herr Direktor. Zwingen Sie mich nicht von meinem Amt Gebrauch zu machen, Herr Hauptkommissar. Sie werden sich in aller Form beim Kollegen Schilling entschuldigen und morgen früh mit ihm und Kollegen Pohl marschbereit dastehen, habe ich mich klar ausgedrückt. Habe ich mich klar ausgedrückt? Unter Protest, ja. Und kaufen Sie sich eine anständige Krawatte. Was Sie da am Hals tragen, ist eine Beleidigung fürs Auge. Ja, Heimeran? Oh, Herr Senator, gerade wollte ich Sie anrufen. Genau, der Fall des Kollegen Schilling. Nein, 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 da kann ich Sie völlig beruhigen. Den Schrieb können Sie getrost in den Reißwolf stecken. Ich habe mich bereits selber höchstpersönlich in die Sache eingeschaltet. Bitte, Chef, Sie müssen Morion das erklären. Mir glaubt sie ja kein Wort. Diesen Schilling erwürge ich mit meinen bloßen Händen. Chef. Diese unfähige Waschlappen von einem Kommissar. Dagegen ist Schubert der reine Supermann. Herr Schilling fühlt sich ausgenutzt und nicht genug gewürdigt. Das ist menschlich. Und ehrlich gesagt, er hat nicht ganz Unrecht.
Wir waren alle nicht sonderlich kollegial zu ihm, wo er sich bereit erklärt hat, für Schubert einzuspringen. Dieses ist kein Mädchenpensionat wie die Mord 1, Frau Möbius. Dieses ist die Mord 2. Die Abteilung mit der höchsten Aufklärungsquote im Präsidium. Das kommt nicht von ungefähr. Disziplin, Einsatzfreude, etc. Mal ausspannen wird Ihnen allen gut tun. Und bei der Gelegenheit können Sie vielleicht einen neuen Computer für uns rausleiern beim Herrn Direktor. Abends am Lagerfeuer. Lagerfeuer? Marion dreht durch. Bitte, Frau Möbius, Sie müssen mir helfen, sonst kann ich mich aufhängen. Hier, bedienen Sie sich. Dieser Schilling, wo ist der Mensch? Ohne einen Tupfer Sauerrahm schmeckt's natürlich nur halb so gut. Dabei hat Adelheid versprochen, gleich nach Dienstschluss nach Hause zu kommen. Danke, danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich von Frau Möbius zu verabschieden. Ihre Tochter ist der einzige Mensch in der Abteilung. Ach, Unsinn. Und Appetit habe ich auch keinen. Nicht so richtig. Ein ganzer Kerl wie Sie? Das gibt's nicht. Ein ganzer Kerl. Stehen Sie aber ziemlich allein da mit Ihrer Meinung. Na, hören Sie mal. Kommissar in gehobenem Dienst. Dagegen kann einer wie der Verflossene meiner Tochter nicht anstinken. Ich bin ein Versager. Eine Null, Frau Müller-Graf. Kleditsch. Kleditsch. Eine zweistellige Null, falls sowas gibt. Nun essen Sie erst mal. Danach sieht die Welt gleich ganz anders aus. Vorsicht, heiß.